Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! Das Engagement für Flüchtlinge, Frau Schulz-Asche erwähnte es schon, ist allen Stolpersteinen zum Trotz auch heute noch wahnsinnig beeindruckend. Zu einer Zeit, als staatliche Strukturen erst noch geschaffen werden mussten, hat sich in unserer Zivilgesellschaft eine Kraft und Stärke gezeigt, auf die wir alle stolz sein können. Und ich denke, da können wir auch nicht oft genug Danke für sagen. Dieses Engagement, das nunmehr von der Erstversorgung und Unterbringung in die dauerhafte Integration der hierbleibenden Schutzsuchenden übergeht, braucht in der Tat einen Rahmen, der ermöglicht, fördert und unterstützt. Sie fordern, starke Engagementstrukturen durch kommunale Integrationscenter zu installieren. Sicher, ein kommunales Integrationsbüro ist eine Bereicherung für die Kommune insgesamt. Das gilt aber nicht nur für die Menschen, die sich spontan und programmatisch für Flüchtlinge eingesetzt haben. Viele Kommunen haben bereits ein Engagementbüro, Anlaufpunkt für viele. Vom Sportvereinsvorsitzenden über die Schriftführerin einer Seniorengruppe bis hin zu Menschen, die Zeit und Engagement spenden wollen. Ob aber alle, die in der Flüchtlingshilfe bislang aktiv geworden sind, sich auch in neue Strukturen pressen lassen wollen, ist doch sehr zu bezweifeln. Engagementstrukturen in der Region sind vielschichtig, Different und vor allem zum Teil eben auch schon vorhanden. Die Kommunen verfügen über Ehrenamtsstrukturen, verschiedene Träger und Initiativen sind vor Ort bereits aktiv und das auch durchaus erfolgreich. Ehrenamtliches Engagement, das wissen wir alle, ist freiwillig, oft spontan, ungern weisungsgebunden und auch leicht zu verschrecken. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Natürlich geht es darum, langfristiges Engagement gibt es ohne gewisse Strukturen nicht. Aber ich denke, wir müssen vorsichtig und umsichtig agieren, um nicht mehr zu zerstören als aufzubauen. Generell davon auszugehen, dass eine kommunale Integrationsstelle die Koordination und Begleitung besser hinbekommt als beispielsweise eine Organisation wie das DRK, die Caritas oder die AWO oder viele andere Träger, die diese Aufgabe im Herbst 2015 spontan übernommen, weiterentwickelt und eben auch das Vertrauen sowohl auf der Seite der Engagierten wie der Flüchtlinge aufgebaut haben, das wäre, denke ich, falsch. Und im Übrigen beinhalten die Eckpunkte des von der Koalition geplanten Integrationsgesetzes, wie auch das gemeinsame Konzept von Bund und Ländern für die erfolgreiche Integration von Flüchtlingen, Flüchtlinge inklusive der Integrationsanlaufstellen bereits zusätzliche Mittel für Integration, inklusive Beratung, Orientierungskurse, Sprachkurse, die Förderung von Ehrenamt sowie bessere Bildung und Ausbildung und vieles mehr. Mit dem Programm Menschen stärken Menschen wird die Vernetzung von Freiwilligen mit Flüchtlingen zu Patenschaften gefördert. Das sind eigentlich schon die von Ihnen geforderten Koordinierungsstellen. Die Freiwilligen nämlich zeigen, wo sie konkret helfen können. Damit werden dann übrigens entsprechende Personalstellen finanziert, die ja auch über diese Vernetzung hinaus Anlaufstelle sind. Mit den Demokratiezentren der Bundesländer, kommunalen Partnerschaften für Demokratie und zivilgesellschaftliche Akteure, Vereinen, Verbänden sowie der Bundeszentrale für politische Bildung und der Antidiskriminierungsstelle hat sich schon ein beachtliches Beratungs- und Präventionsnetz etabliert, an welches wir anknüpfen können, bevor wir neue Strukturen installieren. Diese Strukturen muss man auch mal wertschätzen. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Nordamerikaner, der ist ein Eingewanderter, der aus der Freiwilligenarbeit kommt. Und der hat mir mal wieder deutlich vor Augen geführt, welche Strukturen wir hier in Deutschland schon haben, wie viel von staatlicher Seite aus schon gefördert wird. Ich denke, wir sollten uns auch manchmal dieser tollen Standards bewusst sein. Über die Forderung nach der Freistellung bei Einsätzen beim DRK und Caritas, wie wir es vom THW oder der Feuerwehr her kennen, das wird natürlich auch an uns herangetragen und auch nicht nur in Bezug auf die Flüchtlingshilfe. Da müssen wir in der Tat noch mal in uns gehen und sehen, ob wir das irgendwo abwägend hinbekommen. Aber auch dabei müssen wir bedenken, dass zusätzlich eben zu diesen ebenfalls von Ihnen geforderten Forderungen für Qualifizierung, die ich natürlich auch unterstütze, hier nämlich nicht eine ganz unerhebliche logistische Herausforderung auf öffentliche wie private Arbeitgeber, aber auch auf die Mitarbeiter zukäme, die das dann zu kompensieren hätten. Wir alle sollten gemeinsam überlegen, wie wir mit dem für das nächste Haushaltsjahr umfassend aufgestockten Programm Demokratie leben, die nachhaltige Demokratie stärkende und präventive zivilgesellschaftliche Arbeit, zum Beispiel der Jugend, der Sportverbände, des Ehrenamts oder der Arbeit in den Kitas und Schulen insgesamt stärken können. Denn Prävention und Integration findet vor allem im Kleinen vor Ort statt.
Lassen Sie uns erst einmal das Integrationsgesetz beschließen und umsetzen, und dann sehen wir, ob wir irgendwo nachjustieren müssen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächster Redner ist Norbert Müller, Fraktion Die Linke.